Hallo Minecraft, willkommen zurück bei Minecraft Sky Factory. Ja, und wir müssen mal wieder auf Bäumchen warten. Haben wir eigentlich noch was im Inventar? Minimal. Minimal. Wie kann man eigentlich Lava machen? Weil wir brauchen ja nachher irgendwie Lava. Das kriege ich vielleicht. Ne, kriege ich nicht. Fire Essence. Okay. Wo kriege ich Fire Essence her? Ja, letztes Mal gab es ja die Riesensensation, dass wir eine ganze halbe Stunde auf unsere Bäumchen warten mussten. Ich hoffe, dass es dieses Mal schneller geht. Weil ich möchte euch natürlich auch nicht nur die ganze Zeit irgendwie zeigen, wie ich Bäumchen wachsen lasse. Oder wie ich darauf warte, dass Bäume wachsen. Aber so ist es nun mal am Anfang. Ja, da können wir nichts machen. Wir können hier mal noch ein bisschen extenden. Ein Block. Aber mehr geht einfach nicht. Ich hoffe, dass sie schnell wachsen. Und ich hoffe, dass hier keine Zombies spawnen. Weil ich habe nur eine Fackel. Wir könnten mal gucken. Furnace. Furnace. Weil das Problem ist ja auch, wir müssen uns einen Ofen machen. Also ich kann hier alles Mögliche in diesen komischen Looting Bags bekommen. Ich will gerade mal gucken, ob das auch wirklich stimmt. Diverse Amulette. Das stimmt gar nicht. Ich kann hier gar keinen Ofen kriegen. Ich kann einen Looting Bag aus einem Looting Bag kriegen. Okay. Empty Canister. Ja, wir nutzen jetzt einfach mal die Zeit, um uns ein bisschen vorzubereiten für das, was wir irgendwann bauen können. Ich muss ja irgendwie Fackeln machen. Und damit ich Fackeln machen kann, brauche ich ja irgendwie irgendwelches Zeug. Tiki Torch. Haben wir hier Advanced Item Filter. Okay, Redstone. Ich weiß nicht, wie ich hier. Achso, ich muss ja ein Sieve bauen, genau. Das heißt, einen Baum sollte ich eigentlich mit Dings da infizieren. Mit Silkworms. Aber ich hoffe, dass jetzt erstmal hier ein bisschen was wächst. Wie immer, die Nacht ist sehr cool hier animiert. Heute ist gar kein Gesicht da. Oder war das tagsüber? Weiß ich gar nicht mehr. Wachsen! Du auch! Ja, was gibt's sonst zu berichten? Ich habe keine Ahnung.
Ich warte einfach mal, bis die Bäumchen gewachsen sind. So, heute ging es mal ein bisschen schneller. Unglaublich, habe nur 3 Minuten warten müssen. Ah, Moment, ich wollte erst hier das Zeug grabben. Erstmal hier mit dem Hook das Laub wegmachen und hoffen, dass ich so viele Saplings wie möglich kriege. Hat schon mal ziemlich gut funktioniert, würde ich sagen. 8 Saplings habe ich wieder bekommen. Wow, und das Holz liegt genau auf der Kante. So. Jetzt würde mich interessieren, ich brauche eine Lichtquelle. Eigentlich ja nur ein Torch, aber wie kriege ich denn Kohle? Gravel. Ja, was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier eine größere Plattform. Von dem her können wir hier eigentlich ingeniert einfach mal ausbauen. War das hier die Mitte? Wisst ihr das noch? Ich nicht. fängt ja gleich gut an. 2, 4, 5. Ich habe 2 rangebaut. Ja, das war die Mitte. So. Bitte wachsen. Bitte wachsen, damit ich heute auch mal ein bisschen zu was komme. Nicht so wie beim letzten Mal. Ich wollte eigentlich einen Baum hier schon infizieren mit den Dings da, mit den Silkworms, aber das lasse ich mal noch, bis ich einen dritten Baum habe. Weil sonst dauert es noch länger, bis ich hier vorwärts komme. Ah, das Gesicht ist wahrscheinlich bloß dann da, wenn wir Vollmond haben. Können Sie mal wachsen, bitte? Oh Gott, was ist denn hier los? Gibt es eigentlich ein Lied für Bäumchen? Lieber Baum, lieber Baum, lieber Baum, lieber Baum, lieber Baum, lieber Baum, lieber Wachse. Bitte, bitte. Und der Regenbogen verändert sich auch. Der ist jetzt plötzlich hier so ringsrum. Zuletzt war er so andersrum. Jetzt ist er fast horizontal. Wenn wir nicht immer auf die Bäume warten müssten, hätten wir viel mehr Spaß, glaube ich. Aber was soll's?
Gibt's Fackeln aus Tinker's Construct? Also ich verstehe. Ich verstehe noch nicht so ganz. Wow, yeah. Das freut mich. Das ist ein Baum. So, ein kaputter Teil. Kaputt gegangen. So, machen wir uns gleich nochmal einen Hook. Kronk, Krok. Was kann ich? Ich kann nur Sticks vierfach? Nee, ach, das ist der Builder's Wand. Ich dachte gerade, ich kann die bloß vierfach stacken. So, wir haben wieder 9 Saplings, dann machen wir hier gleich nochmal welche rein. Dass wir hier gleich noch einen weiteren Erdblock kriegen. Alles sehr gefährlich hier. Hättet ihr vielleicht noch gütigerweise ein Sapling für mich? Ah, vielen Dank, vielen Dank. Das ist sehr aufmerksam von ihm. So. Das läuft diesmal. Diesmal läuft es ein bisschen besser wie das letzte Mal. Schon drei Bäumchen, drei Erdblöcke. Und den da werde ich infizieren. Ich hoffe, dass die jetzt auch ein bisschen vorwärts machen. In die Richtung haben wir genug ausgebaut. Müssen wir in die Richtung noch ein bisschen. Und die Farben werden zur Mittagszeit sind die noch ein bisschen intensiver. Ist auch immer so, ja, je mehr Bäume ich habe, je schneller geht's voran, ist ja logisch. Deshalb war das auch sehr wichtig, dass wir gleich nochmal einen Erdblock gemacht haben. So kann das nämlich vorwärts gehen. Muss man nur hoffen, dass die gleich wieder wachsen. Viel mehr können wir eigentlich gerade noch gar nicht machen, oder? Ja, toll, wir können uns hier irgendwelches Equipment bauen, was uns aber so jetzt praktisch gar nicht weiterhilft. Das ist alles nur für die Schönheit. Hier gibt es so viel. Ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich alles benutzen können, weil ich gar nicht weiß, ob wir an die Ressourcen dran kommen. Das ist alles ein bisschen sehr merkwürdig.
Aber ich lasse mich gerne von etwas besser, von dem Gegenteil überzeugen, ja. Also, dass das auch alles wirklich geht. Yay! Unglaublich. Nochmal ein Baum. Ist ja schon der dritte, den wir hier gerade abhauen. Scheiße, da ist ein Sapling flöten gegangen. Ne, da liegt er. Oder noch einer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist die Folge mal ein bisschen erfolgreicher wie die letzte, natürlich. War ja auch nicht schwer. Boah, sogar noch den da gekriegt. So, ich wollte nämlich mal gerade gucken, dass wir hier nicht immer ganz außen bauen. Sonst geht uns einfach zu viel Stuff verloren. Deshalb setzen wir es zwei an den Rand. Das müsste gut sein. So, also, wir haben drei Bäumchen, die wir hier platziert haben, Saplings. Ja, die Plattform haben wir ein bisschen vergrößert. Wie gesagt, das mit der Fackel, das weiß ich noch nicht so recht, wie ich das machen soll. Ich kann natürlich relativ schnell. Ach so, ja, klar. Über die Erde, wenn ich die Erde in den Kompost tue, dann wird da die Saplings, dann wird daraus Erde und aus der Erde Dirt. Und aus der Erde können What the hell is going on? Nein, was will ich denn gucken? Was wir aus der Erde machen können. Genau, das wollte ich. Hier zum Beispiel. Da kriegen wir Stone raus. Ja. Und aus dem Stone können wir Cobblestone machen. Und aus dem Cobblestone können wir Gravel machen. Und aus dem Gravel können wir dann Kohle gewinnen. So ist der Weg. Merkt's euch. Weil in der nächsten Folge werden wir das vielleicht schon brauchen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.